Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, rosa-rote Zukunft, das traue ich mir jetzt schon sagen. Einige spannende News seit Montag haben wir für euch vorbereitet und wieder gesammelt. Ja, eines würde ich euch noch bitten, denn wir bringen heute unsere letzte Sendung. Nicht traurig sein, denn wir übersiedeln in ein neues Studio ab nächsten Montag. Wir haben es schon probiert, schaut wirklich toll aus. Deshalb würde ich euch ans Herz legen, die kleine Glocke und das Abonnieren bei YouTube einfach draufklicken. Und sicherheitshalber möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es nichts kostet. YouTube stellt das kostenlos zur Verfügung. Für alle Abos zahlt man immer, bei YouTube ist es gratis. Und die Glocke wichtig zu aktivieren, dass man die Benachrichtigung bekommt, wenn wir aus der neuen Sendung, aus dem neuen Studio live berichten. Genau. Ja, Thomas, neue Highlights gibt es von der vergangenen Woche, deshalb bin ich auch ein bisschen motivierter in der Zukunft. Die Tech-Riesen drängen alle in den elektronischen Markt. Sie sind eigentlich schon der elektronische Markt, wenn man das so sagen darf. Sie wollen aber mehr in die Blockchain. Genau. Haben wir da ein paar Infos, Thomas? Ja, diese Woche speziell Facebook, Google, super News gehabt. Facebook hat das erste Unternehmen Blockchain-basiert Chainspace gekauft. Chainspace wurde gegründet in der University in London von Entwicklern und Forschern. Und Facebook hat sich da jetzt zur Aufgabe gemacht, hier nochmal reinzustarten und das ganze Blockchain für sich aufzufangen und zu ergreifen. Ja, die großen Tech-Riesen kommen ja leider nicht aus Europa, sondern Übersee, hat vielleicht einen steuerlichen Grund, aber eines haben sie alle gemeinsam, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, alle sammeln sie Daten. Und diesen Datenkrake, wie man das so sagen kann, bringt natürlich jedes Unternehmen in der elektronischen Welt extrem weiter. Dadurch kennen sie den Konsumenten, wie alt das er ist, welches Konsumverhalten das er hat und was ihm in Zukunft interessiert. Und wenn man das noch auf die Blockchain und vielleicht noch einen neuen Coin integriert, dann kann das wirklich ein Ferrari oder eine Rakete für die Zukunft sein. Natürlich. Ja, Facebook, glaube ich, hat es jetzt einmal vorgemacht. Sie haben jetzt einmal den, die besten Experten ins Team geholt, genau, die auf die Blockchain basieren, oder? Ja, und der Techniker von Messenger damals von Facebook ist jetzt in die Blockchain-Abteilung gewechselt. Insgesamt arbeiten 40 Mitarbeiter an der Blockchain-Entwicklung mit der Firma Chainspace. Und es wird extrem spannend, was Facebook da in Zukunft plant. Ja, ich greife einfach einmal noch einmal zwei Schritte nach vor. Ich stelle mich einfach ober dem Mark Zuckerberg. Ich habe mir die Quartalsberichte angesehen, ich möchte es kurz herunterlesen. Jedes Unternehmen ist ja verpflichtet, wenn es eine AG ist, einen Quartalsbericht herauszubringen. Und jetzt bitte haltet euch fest, Facebook hat das Quartal 2018, das vierte Quartal, abgeschlossen. Und wir wissen ja, wir teilen uns den Planeten mit 7,6 Milliarden Menschen. Denn der ist natürlich steigend. Und bitte festhalten, mittlerweile nützen 2,7 Milliarden Menschen Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Und wie wir ja alle wissen von der Vergangenheit, ist das ein großer Mann, unser Zuckerberg. Das heißt, der deckt jeden Bereich in den sozialen Kanälen ab. Und es gibt ja in manchen Ländern, dass vielleicht Facebook nicht erlaubt ist, dafür WhatsApp oder Instagram. Und jetzt stellen wir noch einmal eine Stufe darüber. Stellt sich einmal vor, Facebook würde einen Coin herausbringen, einen, sagen wir mal, Facecoin. Der hätte alle Möglichkeiten, hätte den zu launchen, könnte damit Instagram bezahlen, könnte damit WhatsApp verschicken. Und da wären wir schon beim nächsten Thema, Peer-to-Peer. Das ist die Grundidee von Bitcoin, denn wenn ich heute die Möglichkeit, Geld habe zu überweisen an die nächste Person, ohne einer dritten Person zu involvieren, wäre das Peer-to-Peer und so ist auch die Idee von Bitcoin entstanden, oder? Vielleicht haben wir da noch ein bisschen ein Thema. Also Facebook haben wir abgehakt, aber man sollte auf alle Fälle drauf schauen. Ganz ein heißes Thema, wenn der wirklich heuer noch ein Facebook-Coin, sage ich mal, launcht. Ja, ich glaube, das könnte richtig durch die Decke gehen. Genau, nicht nur Facebook, auch wie wir besprochen haben, Amazon. Bei Amazon gibt es ja schon einen sogenannten Amazon-Coin. Stimmt, ja. Ist aber nicht eine Digitalwährung im Sinne des Bitcoin, sondern eher ein Gutscheinsystem. Aber Amazon drängt natürlich auch in den Markt hinein. Ja. Und genauso wie Google die haben jetzt ein Software-Tool entwickelt, Blockchain ETL, um eigentlich dasselbe zu machen wie jetzt mit Google im Internet, alles durchzuscrollen wie eine Suchmaschine, haben sie jetzt das entwickelt, um die Daten von Bitcoin und so weiter auszuforschen, einzusammeln, obersteigt, oberfällt und viele, viele Futures. Ja, also hochinteressant, also die großen Riesen richten sich für die Zukunft, deshalb bin ich auch rosarot gestimmt, denn wenn die Großen anfangen an die Blockchain zu glauben, an daran zu arbeiten, kann eigentlich unser Job nur mehr leichter werden. Ja,
Peer-to-Peer war unser Stichwort Bitcoin. Wie ist der Bitcoin entstanden? Vielleicht sprechen wir mal über den Bitcoin, das haben wir noch gar nicht gebraucht. Ja, Bitcoin ist in der Finanzkrise 2008 entstanden, aus gegebenen Gründen. 2009 hat es zum ersten Mal eine Art White Paper gegeben von dem Gründer, wird gemunkelt, Satoshi Nakamoto. Ob es eine einzelne Person ist oder mehrere Personen und ein Synonym als Synonym dient, kann man nicht sagen. Den gibt's nicht, aber auf jeden Fall ist Bitcoin 2009 entstanden. Ja, dazu möchte ich noch einmal einlenken, die Idee dahinter war ja Peer-to-Peer, also Mensch zu Mensch, Person zu Person, dass man einfach die dritte Person auslässt. Das heißt, ich kann heute Geld an den Thomas direkt überweisen, ohne eine Bank dafür zu beauftragen. Das heißt, die dritte Person fällt weg. Genau. Der Vorteil natürlich Peer-to-Peer ist, es wird alles über die Blockchain abgesichert, wie wir so bei Sendung 2 oder 3 haben wir das berichtet, wie die Blockchain funktioniert. Eine ähnliche Idee hat ja PayPal. Nur PayPal konnte sich nicht durchsetzen, das traue ich mir jetzt einmal so sagen, weil man ja ganz schwer auscashen kann und natürlich auch auf Spekulation der Kurse kann man nicht setzen. Ja, Bitcoin ein riesengroßer Macher eigentlich in der Blockchain-Technologie, die man eigentlich Anführer, dass genau, das Ding also Bitcoin ist eigentlich, so wie wir es gelernt haben, Use Case, Anwendungsfall, der erste Use Case der Blockchain. Richtig. Ist Bitcoin. Und auf dieser Grundlage forschen jetzt alle und die Blockchain drängt immer mehr den Markt, aber Bitcoin war die Grundidee. Ja, jetzt haben wir noch einmal News gehört, was vielleicht auch interessant ist, Binance. Also ja. Binance, glaube ich, war ja das Thema der Woche, da ist der Bitcoin ein bisschen zurückgerutscht und der Ripple ist wieder in Vormarsch gegangen. Genau. Und ich glaube, mittlerweile sollte jeder Ripple am Schirm haben. Thomas, hast du ein paar Informationen? Ja, Ripple verlässt uns natürlich Woche für Woche nicht. Jeden Tag neue News. Komischerweise stockt der Kurs trotzdem. Ja. Er steigt und fällt wieder, aber Ripple ist einfach in aller Munde. Und der CEO von Binance hat jetzt angekündigt, sie wollen definitiv mit XRabbit, XRB zusammenarbeiten und also Ripple ist richtig auf dem Vormarsch. Noch einmal schnell als Hintergrund, XRP und XRabbit sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt, XRabbit ist die Software und XRP-Token wird verwendet für das Zahlungssystem. Genau, als Brückenwährung. Also man kann sagen, wenn Binance XRP-Rabbit, also XRabbit verwendet, wird es auf den Kurs Ausfluss haben also, oder Einfluss haben? Ja, natürlich. Schon natürlich. Kann man auch sagen, wie beim letzten Mal auch berichtet, BTT Torrent, wenn Binance etwas launcht, so wie den ICO, ist es sicher interessant, da mitzumachen. Ja. Und wenn natürlich so ein großes Unternehmen, also ich glaube, Europa ist oder ziemlich einer der größten Börsen, Binance ist ja gegeben, wenn die etwas launchen, dann haben natürlich die dementsprechende Community. Genau. Ja, zur vergangenen Sendung möchte ich nochmal sagen, wir haben einige Zuschriften bekommen, warum, dass wir nicht öfters über ICO berichten, denn manche hätten gerne vorher einbezahlt, bei BitTorrent mitgemacht, aber wir haben die Sendung später gebracht. Ja, dazu muss ich sagen, ist immer ein heißes Thema, ja. ICOs, also man kann nicht über jeden ICO berichten, weil es könnte ja schief gehen auch, aber wir haben uns für die Zukunft im neuen Studio vorgenommen, genau. Wir werden uns namhafte, gute ICOs heraussuchen, bis ins letzte Detail recherchieren und euch das Ganze dann am Silbertablett servieren. Und dann könnt ihr noch die Entscheidung treffen, oder? Genau. Also die erste Grundlage haben wir heute gebaut. Wir haben schon über die digitalen Riesen besprochen. Und wenn da ein ICO kommt, wird er natürlich präsentiert. Und auch andere super ICOs, die wir herauspicken, werden wir euch vorstellen. Ja, genug gesprochen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Thomas, schauen wir uns die Seitwärtsbewegung beim CMC nochmal an. Das ist ja das Abschlussthema. CoinMarketCap. Ja, großartig, hat sich nicht viel getan. Der Kurs, glaube ich, liegt bei, oder der Marktkapitalisierung liegt bei 111 Milliarden Dollar. Ja, 2 Milliarden weniger als am Anfang der Woche. Bitcoin notiert bei 3.400 Dollar, immer noch in einer Seitwärtsrange. XRP, kurzer Newsanstieg bei 29 Cent. Ethereum 105 Dollar. Dann geht's runter, EOS, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, ja alles beim alten Tron, sehr stabil, hat ja die letzten Wochen den Bärenmarkt getrotzt, ja, weiterhin. Könnte alles spannend werden, ja, einen Punkt möchte ich noch einmal abschließen, vielleicht bringen wir auch eine Sendung am Montag dazu, böse Zungen behaupten, Pakt wird im März starten, was Pakt ganz genau macht, werden wir auf alle Fälle am Montag noch einmal bringen. Bitte schaltet ein zum neuen Studio, wir sind schon ganz nervös. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zusehen und Blockchain tschüss. Hat euch die Sendung genauso viel Spaß gemacht und so gut gefallen wie uns beiden? Dann schickt uns deinen Daumen und abonniert uns.